es kommt ja darauf an, ob er etwas auszupacken hat. Ich halte Sepp Blatter eigentlich für so schlau. Und das hat sich bisher auch immer gezeigt, dass er sich selber nicht darauf eingelassen hat, zum Beispiel zu bestechen oder sich bestechen zu lassen. Denn in dem Moment, wo man besticht, direkt involviert ist oder bestochen wird, begibt man sich in Abhängigkeiten. Und ich habe den Eindruck, er hat immer die Abhängigkeiten anderer genutzt, aber höllisch aufgepasst, dass er nicht selber in eine Abhängigkeit gerät. Also insofern, es ist alles jetzt Spekulation und ich beteilige mich nicht an Spekulationen zu sagen, da kommt noch irgendwas. Ich schließe es nicht aus, aber bisher hat sich gezeigt, dass Sepp Blatter da schon vorsichtig war und nicht sich selber in Abhängigkeiten begeben hat. Wenn man einen personellen Neuanfang bei der FIFA macht, und das ist ja dringend nötig, dann ist Sepp Blatter nur der allererste Schritt. Dann geht es sicherlich auch um die Spitze im hauptamtlichen Bereich. Und Jerome Falk ist schon länger umstritten. Allein seine Äußerung, ich glaube, das war dann direkt vor 4 Jahren, nur sein E-Mail, wo er geschrieben hat, die kaufen das genauso, wie sie vorher auch die WM gekauft haben, wo er nachher gesagt hat, na, das war eine flapsige Formulierung in einer E-Mail. Also ein hochbezahlter Generalsekretär des Fußball-Weltverbandes darf solche flapsigen E-Mails mit solchen Themen nicht schreiben. Also ich hätte ihn schon damals rausgeworfen. Ich gehe mal davon aus, dass Jerome Falk sich auch nicht mehr lange hält.